So, also, wir haben jetzt hier die Jungs von Kassner. Leider die erste Runde verloren. Sehr unglücklich, wie ich fand. Aber noch immer gut gelaunt. Also von dem her, da sind wir noch bester Dinge, dass das läuft. Ich habe mir so ein paar Fragen von meinen Zuschauern bzw. meinen Lesern mal schicken lassen. Und eine davon war, wie habt ihr euch gefunden und ja, wie ist es entstanden, dass ihr überhaupt dann euch dem Pro-Gaming angeschlossen habt? Gut, das war natürlich so. Wir haben World of Tanks gespielt. Dann gab es den Kassner Clan. Das waren eben Top-Leute, Serbische, also aus dem Balkan ursprünglich, die dann eben ein Team gegründet haben. Und dann spielt man, ist gut im Spiel, dann wird so ein Team wie Kassner eben auf einen aufmerksam. Und dann bekommt man eben die Anfrage an so einem Zeitpunkt und dann sind wir beide gejoint. Okay, also ihr seid beide zeitgleich gejoint oder war das dann versetzt? Nee, ich bin letzte Season gejoint. Ich freue mich auf Spiel mit dem letzten Season. Okay. Ja, ihr seid ja doch eine Wildcard jetzt hier heute dabei. Ist das dann ein besonderer Anspruch zu zeigen, ja, wir haben die Wildcard verdient und wir wollen jetzt mal wirklich alle anderen wegputzen? Ich würde schon sagen, ja. Ich denke, dass Kassner gerade jetzt, wo die ganzen russischen Teams aus der europäischen Liga raus sind, dass wir auf jeden Fall den Anspruch haben, jedes Mal teilzunehmen. Und da wollen wir jetzt halt einfach, auch wenn wir jetzt eine Wildcard bekommen haben, kurz untermauern, dass wir auf jeden Fall die Platz finden. Und dann später auch. Ja, ich glaube, die meisten und gerade die Deutschen freuen sich da am meisten, weil ihr habt ja eine sehr große Fanbase. Ich habe vorher auch mal bei Krummel kurz auf Twitch geschaut und da wurdet ihr schon stark angefeuert. Also von dem her, ich glaube, da drückt euch jeder Daumen. Ja, nach dem vierten Platz letztes Jahr, habt ihr da intern mal gesprochen, was sind so eure Erwartungen für dieses Jahr? Dieses Jahr wir haben ein richtig schweres Bracket. Also, weil wir halt im Viertelfinale, wenn wir uns jetzt eben qualifizieren, das nächste Spiel gewinnen, dagegen Navi oder Hellraisers, die halt beide Turnierfavoriten sind, quasi schon im Viertelfinale einen richtigen Brocken haben und es wird schwer werden. Ja, aber ich glaube, ich traue euch das zu, dass ihr euch da, weil ihr sagt, das ist ja das, was euch da auszeichnet, dass ihr da wirklich mit vielleicht mal unterschiedlichen Taktiken und vielleicht sogar ein bisschen überrascht und das macht es ja auch irgendwie aus. Ja, natürlich gerade die Grand Finals dieses Jahr, die größte Neuerung ist jetzt Tier 10 und auch die 10 Minuten. Spielt euch das in die Karten? Wie gefällt euch das neue System? Also mir persönlich gefällt es richtig gut. Ich finde, dass jetzt viel mehr auf den Spieler wieder anfällt, weil die Amt war es meistens so, dass man halt hauptsächlich 50-100 ES3, manchmal T32, T54 Lightweights hatte. Und T54 Lightweights war es meistens einfach Auto-Aim und irgendwie mal rumfahren mit dem Maustaster. Ja. Das war jetzt nicht so ein SK. Und bei T10 ist es halt, dass es eine viel größere Variation von Panzern gibt. Dass man einfach die Weak Spots von den ganzen Panzern kennen muss, dass sie auch wirklich, zum Beispiel in 7 Turm, mit den meisten Panzern auch gar nicht penetrieren. Das heißt, da muss man halt wirklich mehr im Geschehen nehmen. Ja, also das ist glaube ich schon so. Auch als Zuschauer muss man sagen, man fühlt sich da schon, wenn die dicken Kanonen ausgepackt werden, dann fühlt man sich schon ein bisschen mehr dabei. Also, das ist natürlich auch schwierig. Das ist ja auch auf jeden Fall. Aber macht ja den Pro-Charakter ja dementsprechend alle Ehre. Ja, die Grand Finals sind ja wirklich das Größte, was man so ja erstmal spielen kann. Wie schauen denn eure Tage davor so aus? Wir sind ja am Dienstag schon angekommen und haben dann quasi für Mittwoch und Donnerstag, jetzt gestern quasi, sind wir im Buddha, quasi Bootcamp-mäßig, dass wir uns dann alle zusammensetzen an einem Ort, wo wir dann jeweils noch 2-3 Stunden Training hatten, jetzt vorgestern und gestern. Wo wir dann nochmal wichtige Taktiken durchgehen und nochmal alle nebeneinander uns darauf einstellen, wie sie eben dann auf der Stage auch schon. Mhm. Ja, weil du es gerade sagst, die Stage, euer erstes Match war ja jetzt Backstage. Wo fühlt ihr euch denn selbst wohler? Also ist das natürlich vor so einer wahnsinnig großen Menge zu spielen, hat ja natürlich nochmal einen ganz anderen Flair. Also ich würde sagen, Backstage ist es wahrscheinlich einfacher, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Denke ich mal. Und auf der großen Stage wird es halt so, dass man vielleicht die erste Runde ein bisschen, das ist halt ein bisschen beeindruckt, sage ich mal, aber danach wird man wahrscheinlich so spät runter, dass man das gar nicht wirklich kennt. Aber man hat wirklich so eine hohe Konzentration. Ne? Also ich, wenn ich was sagen darf, bei uns ist es eigentlich so, dass ich denke, dass als Kassner, weil wir halt ein wirklich sehr, sehr emotionales Team sind und wirklich von denen hier quasi von dem Moment leben, würde ich schon sagen, dass uns, glaube ich, die Mainstage mehr entgegenkommt, weil wir halt dann wirklich mehr als andere Teams nochmal über uns hinauswachsen. Wir schreien dann teilweise uns gegenseitig an, wenn wir Anweisungen machen und klatschen uns ab. Und ich denke eher, dass wir dann auf der Mainstage im Gegensatz zu anderen Teams nochmal uns einen kleinen Vorteil
haben. Was es ja, glaube ich, auch sympathisch macht, dass man ja da dementsprechend wirklich auch mal sieht, okay, die Leute, die spielen, sind nicht nur so gefühlte Roboter, sondern da ist wirklich Emotion, da macht es Spaß. Jetzt muss ich leider einmal das Messer in die Wunde legen. Tornado Box, eben die erste Runde leider eben verloren. Meines Erachtens eben sehr unglücklich. Was hat denn den Unterschied ausgemacht? Sagen, dass Tornado Box einfach ein bisschen konsequenter gespielt wird. Also vom Ergebnis war es jetzt ja 3-5. Mhm. Aber ich denke, dass es eigentlich enger war, vielleicht sogar zu unserem Gunsten, weil wir jetzt meiner Meinung nach ein bisschen falsche Entscheidungen getroffen haben, beziehungsweise auch Spieler leider auch eine Runde verloren haben durch die falsche Entscheidung. Und hätten wir das anders gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich 2-5 mehr gewonnen. Sie 2-5 mehr. Also es war meiner Meinung nach ein Spieler. Ja, es war sehr, sehr eng. Also, es war zum Anschauen, war es, auch wenn es euch nichts bringt, es war zum Anschauen, aber zumindest eine gute Werbung für World of Tanks. Ja, jetzt gegen Eclipse müsst ihr ja jetzt euch dann da dementsprechend beweisen. Habt ihr eine besondere Taktik gegen sie? Also ich würde sagen, dass wir gegen Eclipse defensiver rangehen als gegen russische Teams wie Tornado. Mhm. Weil wir wissen, bei Tornado, die haben alles Mögliche schon trainiert. Die wissen, wie sie gegen langsames Spielen müssen. Deswegen haben wir da versucht, jetzt aggressiver zu spielen gegen Tornado. Und gegen Eclipse wollen wir halt, weil wir uns auch nicht wirklich die amerikanische Spielweise kennen wir nicht wirklich so gut wie die russische jetzt. Von daher geht das, dass wir gegen Eclipse defensiver spielen werden und dann auf die reagieren, bevor wir jetzt da falsche Entscheidungen von Anfang an treffen. Ja, ich bin auch sehr gespannt von denen. Ja, ich drücke da schon mal jetzt die Daumen. Jetzt habt ihr ja die Tage davor, jetzt heute können Finals und danach irgendwann ist es absehbar, man kommt auch wieder nach Hause und kann ein bisschen meine Ruhe haben. Ist es dann so, dass ihr sagt, okay, jetzt ist es, ich kann World of Tanks nicht mehr sehen, oder hat man dann richtig Bock, erstmal wieder random irgendwie ein paar Moves zu klatschen, um es ganz koordiniert zu sagen? Ich würde sagen, dass man dann vielleicht schon so ein, zwei Tage brauchen, wieder ein bisschen zu Hause anzukommen. Aber es ist so, dass halt direkt danach die Motivation schnell wieder steigt und halt wirklich die Fehler, die man gemacht hat, besser machen will, halt praktisch sofort sich weisen, dass man besser ist und dass man halt wirklich gut trainieren muss. Ja, das ist natürlich auch gut, wenn man halt Fehler gemacht hat, die im Training gleich ausmerzt und dauert schon lange. Aber es darf auch mal was anderes sein, einfach mal ein bisschen Bescheid geben. Ja, die zwei letzten Fragen, das ist auch wieder aus der Community. Die plumpste Frage, die werdet ihr wahrscheinlich schon aufgehört haben. Was ist euer liebster Tier 10 Panzer? 50B bei mir. Okay. Bei mir ist der Ratchet. Okay, zwei sehr schöne Panzer. Machen auch sehr viel Spaß. Ich bin leider mit der Ratchet voll der Noob, aber mein Gott, kann das nicht jeder machen. Und letzte Frage, und dann habt ihr sie auch schon geschafft. Welche Karte favorisiert ihr denn so für euch? Wo habt ihr am meisten Spaß? Bei mir persönlich ist es schön. Also wenn man es jetzt auf den Boden bezieht, ist es halt, weil es wirklich auf minimale Entscheidung kommt, weil er viel Rolling ist. Da kommt es halt auch an, ob man jetzt einen Meter mehr piekt, dafür zwei Schüsse flitzt, oder man piekt halt nicht so genau und macht halt einen gut gezielten Schuss auf einen normalen Kumpel oder sowas. Da kommt es jetzt auf die kleine Entscheidung an. Ein bisschen nervig. Deine Karte? Ja, ich muss eigentlich da auch mit Malt übereinstimmen. Mine ist halt wirklich so nett wie bei anderen Karten. Also Angriff und Verteidigung sind beide 50-50. Man kann was draus machen und es kommt wirklich auf Kleinigkeiten an und das ist meistens dann Team Brawl, wo es dann darum geht, wer die bessere Kommunikation hat und schnelle Entscheidungen trifft. Okay. Ja, dann ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, viel Glück für euer nächstes Match. Ich drücke ganz stark die Daumen und von dem her haut's rein, Jungs. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.